Heute geht es bei uns um Bücher und also Geschenktipps für Buchliebhaber, für Leute, die Bücher lieben, für Autoren, für Buchhändler. Wer immer Bücher liebt, der kommt an diesen Filmen und Büchern nur schwer dran vorbei, denn es geht um die Leidenschaft fürs Lesen. Ja. Oder für Schreiben. Wenn ihr auch Tipps habt, dann schickt sie uns in den Kommentaren. Wenn ihr Tipps habt bezüglich Filme, in denen Autoren, Bücherliebhaber irgendwie eine Rolle spielen, wo es um Bücher geht, dann schreibt uns. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Filmen, nach neuen Büchern zum Thema Bücher. Denn wir lieben Bücher und wir lieben es auch, ihnen in Büchern zu begegnen oder in Filmen. Ja, und dann fangen wir auch gleich mal an mit Brenda Joyce, Russische Liebe. Dieses Buch spielt zur Zeit Napoleon. Es spielt hauptsächlich in London. Und es ist die Geschichte von Carolyn, die in dem Buchladen ihres Vaters mitarbeitet. Nebenbei hat sie allerdings noch einen Hang dazu, über Prominente zu schreiben in der Zeitung. Und ihre Kolumne ist sehr beliebt, nur jeder möchte natürlich gerne wissen, wer sie ist. Das würde ihr dann vielleicht nicht so gut bekommen, wenn das dann irgendwann mal rauskommt. Irgendwann kommt ein Fürst aus Russland nach London. Er heißt Nicholas und er ist ja sehr, sehr attraktiv. Er ist sehr gebildet, er interessiert sich sehr für Bücher und so haben die beiden natürlich schon eine sehr gute Basis. Und er engagiert sie letztendlich als Gouvernante oder nicht als Gouvernante, als Gefährtin mehr oder weniger für seine kleine Tochter. Er ist verheiratet, er hat eine bildschöne Frau, aber das Ganze ist alles sehr geheimnisumwittert und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, ein historischer Roman, der uns beide, glaube ich, sehr verzaubert hat. Genau, ich habe ihn erst gelesen und habe dann gesagt, mal lies ihn. Und du hast ihn jetzt auch schon mehrfach gelesen, ne? Ja, das stimmt. So, dann ein Film, den wir nicht nur einmal, sondern ich glaube zigmal gesehen haben, den wir auch im Kino gesehen haben, ist Notting Hill mit Julia Roberts und Hugh Grant. Warte mal, was ist der Untertitel? Kann sich der berühmteste Filmstar der Welt in einen ganz gewöhnlichen Mann verlieben? Kann er es oder kann er es nicht? Na, wer kennt den Film? Ganz besonders die Szene, ich bin nur ein Mädchen, das vor einem Mann steht. Ja, ja, ich glaube, bei den Leuten, die diesen Film kennen, klingeln jetzt alle kleinen Glöckchen im Kopf. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Alleine der Mitbewohner Spike, gespielt von Reese Iffens, ist immer wieder ein Lacher wert. Es ist eine super schöne romantische Geschichte. Filmstar, da, wenn ihr den Film nicht kennt, denkt ihr jetzt vielleicht, was hat das mit Büchern zu tun? Aber der Gute heißt er, nein, er heißt diesmal nicht Charles, er ist William, also gespielt von Hugh Grant. Ja, William Thacker. Hat einen kleinen Reisebuchladen. Ja, man hat ihm gesagt, er sollte sich auf etwas spezialisieren und dann hat er sich halt auf Reiseliteratur spezialisiert. Ich hatte damals auch das Buch zu dem Film gelesen und war einfach völlig hin und weg und völlig verliebt in diese Geschichte. Und das Paar lernt sich sogar in einem Buchladen, in seinem Buchladen kennen. Eine richtig schöne Geschichte, die uns alle ja hoffen lässt. Genau. Auf diese eine Begebenheit. Genau. Hoffen wir, dass auch in unsere Buchläden, wo wir wahrscheinlich, vielleicht arbeitet ja der eine oder andere von euch in einem Buchladen, wir anderen hoffen darauf, dass wir dort einfach nur so über einen schicken jungen Kerl stolpern. Naja, jedenfalls eine richtig schöne Liebesgeschichte. Und dieser Film, den ich euch jetzt vorstellen möchte, gehört wohl zu meinen Lieblingsfilmen. Und ich glaube, es gibt keinen Film, den ich häufiger gesehen habe wie diesen. Es ist E-Mail für dich mit Tom Hanks und Meg Ryan. Die Liebe deines Lebens ist nur ein Mausklick entfernt. Wer den Film noch nicht kennt, was ich fast gar nicht wage zu vermuten, dass das geschehen könnte. Für alle, die ihn also wirklich noch nicht kennen sollten. Meg Ryan ist die bezaubernde Buchhändlerin. Sie hat einen traumhaft schönen Kinderbuchladen. Und der ist mit so viel Liebe gestaltet. Und sie liest auch mit so einem Zauberhütchen da immer vor.
Und er ist der böse, böse Fox. Er ist Book Fox. Die Fox Books. Ja, die böse, böse Ladenkette, die die kleinen Läden kaputt macht. In Deutschland gibt es ja das Preisbindungsgesetz für Bücher. In Amerika ist dem anders. Und so ist das eben wie ein Supermarkt für Bücher. Hat natürlich für den Leser auch seinen Reiz. Aber es ist wirklich schade um den kleinen Buchladen. Was das Ganze ein bisschen noch tragischer macht, ist, dass sie mit ihm einen E-Mail-Kontakt hat. Die beiden unterhalten sich unheimlich gerne. Voraussetzung ist, sie verrät ihm nicht, was sie macht und er verrät ihr nicht, was er macht. Sie wissen also nicht, wer sie sind, aber im wirklichen Leben bekriegen sie sich und in der Online-Welt lieben sie sich. So tragisch kann es manchmal sein, ob sie denn dann im realen Leben auch wirklich zueinander finden können. Mit diesen schlechten Voraussetzungen, das müsst ihr selbst herausfinden. Ja, jedenfalls, es ist wirklich ein ganz bezaubernder Buch, eigentlich ja ein super schöner Buchfilm. Ja, genau. So, dann haben wir von Hildegunde Latsch Cornelia Funke, Spionin der Kinder. Ja, und dieses Buch zeigt oder gibt Einblicke in das Leben einer Autorin. Es ist eine Biografie rund um Cornelia Funke. Und Cornelia Funke hat ja wahnsinnig schöne Kinderbücher geschrieben und auch Jugendbücher. Und hier ist es nicht nur so, dass sie erzählt von ihrem Leben oder es wird nicht nur berichtet aus ihrem Leben, sondern man erhält auch Einblicke in die Welt ihrer Charaktere. Man erfährt, wo sie ihre Inspiration genommen hat. Es ist auch alles richtig schön illustriert. Man hat hier viele, viele Bilder drin. Schließlich ist Cornelia Funke auch Illustratorin. Und es ist einfach nur ein richtig schönes Buch. Und wer sich für Schreiben wirklich interessiert und wissen will, woher die vielen fantasievollen Gedanken kommen, wird hier vielleicht die ein oder andere Antwort finden. Dieses Buch hat nicht so viel mit Büchern zu tun, als ist von Anthony McCarten, Liebe am Ende der Welt. Aber es handelt, fange ich einfach so an, es handelt von einem Mädchen, das in Neuseeland lebt, in einem kleinen Städtchen. Und sie behauptet, von einem UFO entführt worden zu sein und sie ist jetzt schwanger. Zeitgleich kommt ein neuer Bibliothekar in den Ort, der soll die Stadtbücherei halt wieder aufbauen, die ist völlig vernachlässigt. Niemand hat da seit Jahren ein Buch noch ausgeliehen, völlig heruntergekommen und er baut halt diese Bücherei auf. Und er mag dieses Mädchen unheimlich gerne und er hilft ihr und er, ja, mit Hilfe der Bücher kommen die beiden sich auch deutlich näher. Ein sehr, sehr schönes Buch. Ich liebe ja die Bücher von Anthony McCarten sowieso. Und da kam mir das mit dem Bibliothekar mal wieder gerade recht. Ja, dann haben wir den Film Die Neun Pforten. Und Die Neun Pforten ist mit Johnny Depp und mit Lena Olin und mit Alfred Molina. Das sind ja zwei Schauspieler, die ich jetzt genannt habe, die zwar nicht so bekannt sind, aber die wir sehr, sehr gerne mögen. Und hier geht es um Bücher. Ich weiß gar nicht, was ist er denn genau? Bücherjäger. Ja. Der Bücherjäger Dean Corso. Ja, Dean Corso hat den Auftrag erhalten, ein Buch zu beschaffen. Und dieses Buch ist ein Buch, was die Pforten zur Hölle öffnen kann, soll. Und für ihn beginnt damit ein Spiel auf Leben und Tod, denn er muss jetzt nicht nur ein bisschen nachforschen, sondern er gerät auch in Lebensgefahr, weil er dieses Buch versucht zu finden. Ein sehr gruseliger Film. Ich fand ihn zumindest gruselig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn gruseliger als beim zweiten Mal. Aber nichtsdestotrotz hat dieser Film mich unheimlich begeistern können. Ja, guckt euch das einfach mal an. Ist es auch mit Johnny Depp, was für mich ja immer ein großes Plus auch ist bei solchen Filmen. Und ich mag den Film, es ist unheimlich viel Liebe auch aufs Detail gegeben worden. So hat auch der Füller, glaube ich, ich weiß nicht von welcher Firma es ist,
es gibt da unheimlich viele versteckte Hinweise auch noch auf den Teufel und auf Pentagramme und so. Man hat bei diesem Film wirklich hundertprozentig auch auf Kleinigkeiten geachtet und es ist richtig eine Rätselsuche, wo sie überall den Teufel versteckt haben. Hat Roman Polanski nicht Regie geführt? Ja, hat er. Ja, hat er. Genau. So, ich habe Michael Ende, die unendliche Geschichte. Es war ja vor vielen Jahren, war das Buch der Bücher in aller Munde, in jedem Schrank. Es ist auch ein ganz, ganz besonders bezauberndes Buch. Die Geschichte von Bastian, der sich aufmacht, Fantasien zu retten. Und das tut er mit Hilfe eines Buches, in das er mehr oder weniger hereingezogen wird. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, ein Aufruf oder auch ein Appell, die eigene Fantasie nicht verkümmern zu lassen. Wer es noch nicht kennt, sollte es wirklich sich mal zur Hand nehmen. Es ist ja leider so, dass auch die besten Bücher manchmal ein wenig in Vergessenheit geraten. Ich fand die Verfilmung zwar wunderschön damals, aber sie wurde doch ein wenig sehr amerikanisiert. Ich kann wirklich nur jedem raten, bitte erst das Buch lesen und dann den Film vielleicht schauen. Ein wirklich großartiges Buch. Down with Love, zum Teufel mit der Liebe, mit Renee Zellweger und Hugh McGregor. Ja, dieser Film ist in der alten Tradition der 50er, 60er Jahre Filme, die damals mit Rock Hudson und Doris Day waren, wo sich ein Pärchen erst bekriegt und dann letztendlich doch findet. Ja, hier geht es um eine Autorin und sie hat ein Buch geschrieben, was auf der ganzen Welt einen Wirbel auslöst. Sie sagt, Frauen und Mädchen, lebt à la carte, lasst euch nicht anbinden und nicht verarschen von den Männern. Ihr solltet am Zug sein und ihr solltet gucken, dass ihr den Spaß bekommt. Ja, damit erregt sie die Aufmerksamkeit von einem Journalisten, der erstmal gar nicht ein Buch über sie schreiben will. Aber dann sich irgendwann doch sagt, diese Frau will ich nicht nur treffen und nein, ich will sie auch vernichten. Ich will ihr zeigen, dass Frauen sehr wohl auf Liebe abfahren. Dabei passiert es aber, dass, naja, mehr erzähle ich gar nicht. Es ist ein witziger Film. Ich fand ihn beim ersten Mal sehen richtig gut. Man hat dann gesagt, dann guck mal die alten Filme, die sind noch wesentlich besser. Aber letztlich, ich mag den Twist am Ende total gerne und ich sehe ihn mir auch immer mal wieder an, sehr zum Leidwesen vom Mars. Ja, ich muss ja nicht mitgucken. Ich habe jetzt hier die Friedhofstraße 43. Ich weiß nicht, warum ich immer Friedhof, Gasse und 13 sagen will, aber es heißt korrekterweise die Friedhofstraße 43. Es ist eine ganz süße Kinderbuchreihe und die fängt an mit Gespenster gibt es doch. Es handelt von dem berühmten Kinderbuchautor Ignaz B. Griesgram und er ist wirklich so, wie sein Name das auch schon verheißt. Er ist wirklich sehr kinderunfreundlich, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse und er mietet eine viktorianische Villa. Aber was er nicht weiß, in dieser viktorianischen Villa wohnt ein Junge, der ist 11 Jahre alt und ein Geist, ein Gespenst und das ist Olivia und Olivia war Autorin, aber sie hat sich geschworen, wenn meine Bücher nicht verlegt werden, dann werde ich als Gespenst umgehen und das tut sie. Die drei freunden sich dann irgendwann auch an und sie schreiben dann zusammen Bücher. Das heißt, Ignaz und Olivia schreiben und der Junge, wie heißt er denn jetzt nochmal? Egal, jetzt habe ich es vergessen. Und dabei habe ich schon drei Bücher davon gelesen. Jedenfalls, der Junge illustriert die Bücher dann. Das Buch ist geschrieben, immer in Form von Briefen, Zeitungsartikeln, Notizzettel. Ganz, ganz süß, zauberhaft illustriert. Ich wollte gerade sagen, das musst du zeigen. Ja, also ich zeige jetzt hier einfach mal, wie die Villa aufgebaut ist. Ich glaube, so müsstet ihr es sehen können. Und hier hinten werden zum Beispiel Besonderheiten von viktorianischen Häusern nochmal erklärt. Und es ist wirklich durchgängig, also illustriert und ganz, ganz zauberhaft gemacht. Macht riesengroßen Spaß, dieses Buch zu lesen und auch die beiden Folgebände. Es gibt dazu auch schon Rezensionen. Wir verlinken euch das ja wie immer alles unten in der Infobox.
Ja, und jetzt ein Buch, was damals gab es ja diese Fernsehserie Die liebsten Bücher der Deutschen und da war das hier auch mit vorne weg. Gab und wie er die Welt sah von John Irving, verfilmt auch mit Robin Williams. Ja, dieses Buch konnte mich nicht so begeistern wie andere Irvings, denn ich mochte den Protagonisten nicht und habe es dann irgendwann abgebrochen. Aber weil es eines der Lieblingsbücher der Deutschen ist, war zumindest, halte ich es jetzt mal trotzdem in die Kamera. Ist ja auch nur meine Meinung, dass ich mit dem Typen nicht klar kam. Hier geht es jedenfalls um Schreiben, um Gab, wie er zum Schreiben kommt, wie er das Interesse am Schreiben, ja, wie es dazu kommt, dass er überhaupt schreiben will. Und seine Mutter, Krankenschwester, verliebt in Bücher, schreibt dann auch irgendwann einen Bestseller. Ja, ich bin nicht weit gekommen, auf Seite 240 oder so habe ich das Buch abgebrochen. Nichtsdestotrotz, guckt es euch an. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung gewesen, denn es gehört ja zu den liebsten Büchern der Deutschen. Dann mach doch noch deinen Film erst. Ja, dann haben wir den Film und das Buch ist mir leider bei irgendeinem Umzug abhanden gekommen. Ich habe es mir jetzt aber schon wieder bestellt, also es ist unterwegs zu mir. Ist, das ist ein Thema auf Subabbau. Ist, lande ich ja nicht auf dem Sub, sondern auf dem, im Bücherregal, nur damit ich es habe. Betty und ihre Schwestern Little Women. Sie wollen nicht so leben wie der Rest der Welt, aber das hat seinen Preis. Mit Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes und mit Kristen Dunst und Christian Bale. Ja, es ist also ein Top-Cast zusammengekommen. Es ist ein absoluter Kinderbuchklassiker, eine absolut bewegende Geschichte und mein Lieblingscharakter ist Joe und Joe wird Schriftstellerin. Und wir sehen, wie sie erst ihren Geschwistern Geschichten erzählt und wie sie dann später ein Buch veröffentlicht. Wir sehen also ihren Lebensweg. Ja, ein richtig toller, warmherziger Film, ein wunderschönes Buch, was ich auch wieder zu Weihnachten garantiert lesen werde. Letztes Jahr hatte ich leider kurz vor Weihnachten festgestellt, dass ich es nicht habe, obwohl ich es mir vorgenommen hatte, es zu lesen. Dann wird es halt dieses Weihnachtsfest Betty und ihre Schwestern geben. Ich freue mich drauf und ihr seht euch mal wirklich die Geschichte an. Es wurde damals auch als Anime verfilmt, als Eine fröhliche Familie. Und diese Serie habe ich ja auch immer und immer wieder gesehen und geliebt. Und ja, ich bin total begeistert. Ja, und jetzt muss ich ganz kräftig aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Schwärmen komme. Denn es ist Eric Emanuel Schmidt, Odette Toulemont und andere Geschichten. Es ist nur eine Kurzgeschichte, aber sie wurde verfilmt und ich liebe den Film, ich liebe das Hörbuch und ich liebe diese Kurzgeschichte. Erzählt wird die Geschichte von Odette Toulemont, die eine sehr einfache Frau ist. Sie ist nicht sonderlich gebildet, sie ist Verkäuferin, aber sie hat einen Lieblingsautor. Und dieser Autor hat ihr geholfen, eine ganz, ganz schwere Zeit in ihrem Leben zu überstehen. Und sie macht sich auf zu einer Signierstunde. Jetzt sitzt dieser Mann da und sie ist ja so schüchtern und sie reicht das Buch rüber und sie schafft es nicht, ihren Namen richtig herauszubekommen und anstatt Odette steht dann da Det und das ist für sie ganz fürchterlich und sie beschließt, also sie schreibt ihm halt einen Brief und nimmt nochmal einen Anlauf und sie gibt diesem Mann diesen Brief und der spielt noch eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn für diesen Mann brechen gerade ganz schlechte Zeiten an. Der Literaturpapst Frankreichs zerreißt ihn und bittet doch ganz eindringlich darum, dass er nie, nie wieder bitte ein Buch schreiben soll. Zudem hat er ihm auch noch die Frau geklaut und das kann so ein Mann dann schon an den, an den Rand der Verzweiflung bringen. Odette ist eine ganz, ganz tolle Frau. Sie ist für mich auch so ein bisschen ein Vorbild. Sie redet über niemanden schlecht. Sie lässt jeden so, wie er sein möchte. Sie hat eine Grundfröhlichkeit in sich und es ist wirklich eine ganz tolle Person. Und ich liebe dieses Buch, also wirklich sehr. Das merkt man wahrscheinlich auch. Und jetzt höre ich lieber auf, sonst geht das hier noch eine Stunde weiter. Ja, und jetzt das letzte Buch für Buchliebhaber ist Rebecca Fischer, Lügst du noch oder liebst du schon? Ja, hier geht es um ein
um Speed-Dating, um viele Lügen, die erzählt werden. Und was für Buchliebhaber wichtig ist, um einen Bestseller-Autor, der ein Buch übers Dating schreiben soll. Nur leider sieht er aus, ein bisschen Ähnlichkeit hat er mit Hugh Jackman. Und dass er eine Frau findet, ist ja mega leicht, weil erfolgreich, gut aussehen, was will Frau denn mehr? Aber er kann dann halt nicht für Otto Normalbürger schreiben. Deswegen gibt er sich als alleinerziehender Vater mit Geldproblemen aus. Aber auch die Frau, der er beim Speeddating begegnet, die eigentlich alleinerziehende Mutter ist, meint bei ihm die Karrierekarte ausspielen zu müssen und erzählt, dass sie Karrierefrau ist und lässt mal einfach ihr Kind unter den Tisch fallen. Und schon finden die beiden sich in einem absoluten Chaos der Lügen wieder. Ja, das ist jetzt auch das letzte Buch bei diesem Teil. Wir haben noch Volume 2, das werden wir auch gleich noch abdrehen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Tipps zum Thema Bücher habt, Filme. Bücher in Büchern. Genau, Bücher in Büchern oder Bücher in Filmen, dann lasst es uns wissen. Wir freuen uns drauf, denn wir lieben Bücher, wie schon am Anfang gesagt. Und das wär's von uns. Bis zum nächsten Video.